Servus, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das geile Ding hier. Ihr habt es schon in dem Kanülenaufziehvideo gesehen, und zwar das Ambularium. Hier wollte ich noch eine Medikamentenliste reinpacken. Jetzt habe ich hier erstmal noch von Nazil, denn die andere Gebrauchsanweisung, genau. Hinten ist einfach nur eine Beschichtung, mehr ist das nicht. Vorne, kleine einfach nochmal eine kleine Sicht. Glas, sag ich mal so, der Marke Plux, könnt ihr bei Amazon bestellen, hier nochmal ein Reflektor und hier haben wir einfach nochmal einen Haltegriff, wenn ich dann zum Patienten gehe, um das halt festzuhalten, genau. Wir wollen euch gar nicht lange auf die Folter spannen, schauen wir uns das Material jetzt mal innen drin an. Im ersten Tag, das ist unsere ganze Ausstellung hier vorne, mehr nicht, Spaß, nein. Hier befinden sich einfach nochmal 2 Milliliter Spritzen. Hier haben wir gerade eine gebraucht. Hier haben wir nochmal eine kleinere Kanüle zum Aufziehen oder auch zum Patienten applizieren. Hier eine größere. Genau. Und nochmal hier Aufziehkanülen einfach. Eine Reihe Spritzen. Fangen wir hier mal an. Hier haben wir nochmal einen Kanülenabwurf. Ein Desinfektionsmittel von der Firma B. Braun. Einfach hier nochmal, eigentlich sollten da auch noch auch noch Medikamente rein. Hier haben wir noch ein paar Spritzen, 2 Milliliter, also nicht 2 Milliliter, 20 Milliliter. Da habe ich mich jetzt versprochen. Ja, wir gehen mit zur Ausstellung. So, hier hinten geht's weiter. Im unteren Fach. Hier haben wir einfach nochmal Natriumfluorid. Hier auch nochmal Ampullen von Nazil. Haben wir nochmal eine alkoholische Lösung. Nazil haben wir mehrere Ampullen von. Hier auch nochmal auf die Kanülen in verschiedenen Größen. 5 Milliliter Spritzen. Eine große 10 Milliliter plus nochmal auf die Kanülen für diese Spritze. Genau. Hier nochmal die alkoholische Lösung, wenn wir dann zum Patienten gehen. Dass wir halt so ein bisschen Ausstellung dabei haben. Die Besonderheit ist, hier wären noch Medikamente und hier für den Zugang noch die Dinger, ich komme gerade nicht auf den Namen zum Zumachen, die werden hier auch noch verlastet. Dann hier oben noch mal ein paar Medikamente. Ja, hier kommen noch mal kleinere Nazil, Glucose, Adrenalin und sowas hier halt. Genau. Und dann haben wir hier eigentlich nichts mehr. Wann ist drin? Ich kann euch mal so eine Aufziehkanüle zeigen. Und dann kann ich hier von oben zeigen. Und könnt ihr mal gucken, so sieht die aus, die Marke B. Braun, genau, und so sieht denn die Kanüle genau aus, wie die jetzt genau aussieht, die Kanüle. Das ist jetzt zum Beispiel die hier, die wir im Medikamentenaufziehvideo benutzt haben, die, wie man ein Medikament aufzieht. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann guckt mal in der Videoübersicht, dann seht ihr das, kann ich mal gucken, und da habe ich noch mal kleinere auf die Kanülen. Die sind echt scharf, wie ihr in dem Video gesehen habt. Hier habe ich noch ein Konrad-Mädchen. Hier, ihr seht sie. Ist schon ein starkes Monster. Ja, was soll ich dazu jetzt sagen, ne? Wenn man sie braucht, sollte man sie haben. Wenn man sie nicht braucht, hat man sie halt. Aber wenn man sie nicht braucht, braucht man sie eigentlich nicht. Und, ja. Damit das in der Spritze auch mal sieht. Sieht echt groß aus. Machen wir das Modul hier auf. Das ist hier in so einer kleinen Modultasche. Also das ist klein. Das ist dann die große Spritze hier. Einmal 20 Milliliter. Genau. Die wir brauchen auf der Wache. Genau. Wollte ich nur mal gezeigt haben. Die habe ich halt immer dabei. Aber genau. Ist eigentlich nichts Spannendes dran, außer genau im ihr seht, dass wir halt schon geile Ausstellung drin haben. Scharfe Kanülen, genau. Deswegen brauchen wir halt Material zum Aufziehen. Deswegen haben wir auch noch Spritzen. Hier oben kommen noch ein paar kleine 1 Milliliter Spritzen rein, damit wir auch einen Patienten mit 1 Milliliter, also ein Kind zum Beispiel, versorgen können. Da ist die Menge kleiner. Das war's. Ich verabschiede mich. Servus.